zur Körperbestimmten Stunde, die relativ spontan entstanden ist, da sich keiner eingetragen hatte, habe ich mir einfach überlegt, mache ich was, was ich schon länger mal als eine chaotische Viertelstunde geplant hatte. Und da habe ich spontan mal Folien dazu erstellt. Und zwar geht es um das Thema Urknall. Und der Grund, warum ich das Thema ausgesucht habe, ist, dass das Thema nicht nur, dass ich das Thema nicht nur persönlich sehr interessant finde, sondern dass ich es auch für sehr wichtig halte, weil im Gegensatz zu den Erkenntnissen der Quantenmechanik beispielsweise ist das Urknallmodell schon ziemlich stark im Alltag angekommen, also es ist sehr weit verbreitet und hat große popkulturelle Dimensionen auch. Vor allem sieht man es daran, dass es eine eigene Fernsehserie zum Urknall gibt. Oh, die wir sicherlich alle hier kennen. Und was ich mich, bevor das ganze Thema zu meinem Studium gekommen wurde, mal gefragt habe, ist, was für Annahmen oder was für Postulate stehen eigentlich hinter dem Urknall? Folgt das irgendwie direkt aus der allgemeinen Relativitätstheorie oder werden da noch irgendwelche Zusatzannahmen gemacht? Und wie sicher ist es eigentlich, diese ganze Erkenntnis? Weil wenn man jemanden fragt, wie das Universum entstanden ist, dann kann einem jeder sagen, dass das irgendwie vor ca. 13 Milliarden Jahren ist das im Urknall entstanden, aber niemand weiß so richtig, woher das eigentlich kommt. Und auch ich werde euch natürlich keine Herleitung oder so geben können, vor allem nicht mathematisch oder so, aber ich kann so ein bisschen zusammenfassen, worauf das Ganze eigentlich basiert und wie stark man dem vertrauen kann. Und dabei fange ich an, mit dem, was ich gerade schon verraten habe, nämlich dass zu einem großen Teil der Ausgangspunkt des Urknallmodells erstmal in der allgemeinen Relativitätstheorie liegt. Und ich denke, ich gehe mal davon aus, dass nicht alle wissen, worum es da geht. Deswegen fasse ich nochmal so in ein, zwei Punkten zusammen, was eigentlich der Inhalt der Relativitätstheorie ist, der allgemeinen. Es gibt auch meine chaotische Viertelstunde zur allgemeinen Relativitätstheorie, die man sich nochmal angucken kann, wenn man das eine oder andere nicht versteht. Aber ich wollte nur zwei, drei Stichworte jetzt dazu sagen. Und zwar, die allgemeine Relativitätstheorie ist erstmal, grob gesagt, eine Theorie, die erklärt, wie Gravitation zustande kommt. Und sie erklärt es damit, dass sie Gravitation auf ein geometrisches Phänomen zurückführt. Und zwar, wie Einstein herausfand, sind die Größen, die wir alltäglich als Raum und Zeit bezeichnen, also den dreidimensionalen Raum und die Zeitachse, und die wir die meisten von uns im Alltagsverständnis als unabhängige Größen betrachten würden, sind wie Einstein herausfand nicht ganz unabhängig voneinander, sondern sind verschiedene Richtungen einfach nur in einem vierdimensionalen Objekt. Und das Besondere ist, dass jeder Beobachter und auch an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten, dass jeder Beobachter einen unterschiedlichen Begriff davon haben kann, was eine räumliche und was eine zeitliche Länge ist. Und es geht sogar so weit, dass jeder Beobachter seinen eigenen Zeitbegriff hat. Das heißt, mit Beobachter meine ich in dem Fall ein Bezugssystem, das heißt ein System, was sich in einer bestimmten Geschwindigkeit bewegt und einfach so ein Koordinatensystem halt. Und
dazu kommt, ist eben die Variabilität von räumlichen und zeitlichen Abständen, je nachdem, wo man sich auf der Raumzeit befindet. Und deswegen ist ein Grundbestandteil des Formalismus, der benutzt den Begriff der Metrik. Und was die Metrik ist, ist einfach grob gesagt eine Vorschrift, wie man Abstände misst zwischen zwei Raumzeitpunkten. Und diese Metrik wird in der allgemeinen Relativitätstheorie als ein Feld aufgefasst. Das heißt, es gibt also die Feldstärke der Metrik sozusagen beschreibt, wie groß lokal der räumliche oder zeitliche Abstand in einer beliebigen Richtung in diesem vierdimensionalen Objekt ist. Die zentrale Aussage der allgemeinen Relativitätstheorie ist, dass, dieses Feld, für dieses Feld, was die Metrik beschreibt, gibt es Gleichungen, die uns sagen, wie sich dieses Feld dynamisch verhält. Und diese dynamische Variation der Abstände mit dem Raum und mit der Zeit, die wird bewirkt durch den Materie- und Energieinhalt der Raumzeit. Das sind so die Grundaussagen, um die allgemeine Relativitätstheorie so zusammenzufassen. Und jetzt kann man sich fragen, wie verhält sich das universell? Also was macht die gesamte Materie im ganzen Kosmos? Wie wirkt sich die auf die gesamte Raumzeit aus? Und was hat das dann für Auswirkungen? Und das ist dann letztendlich, diese Frage führt uns dann letztendlich auf das Urknall-Modell. Allerdings können wir ja schlecht jedes Teilchen im Universum irgendwie für jedes Teilchen eine Gleichung aufstellen und das irgendwie alles ausrechnen. Wir können ja nicht mal die Teilchen im Universum zählen oder so. Deswegen müssen wir noch auf einige vereinfachende Annahmen zurückgreifen. Und eine dieser Annahmen ist, dass man die kosmische Materie hydrodynamisch beschreiben kann. Und was das bedeutet ist, Hydrodynamik ist einfach die Lehre von Flüssigkeiten. Und es ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, sich vorzustellen, was die universelle Materie mit einer Flüssigkeit gemeinsam hat. Allerdings, wenn man sich die Definition von der Flüssigkeit in der Physik anschaut, dann beinhaltet das, dass grob gesagt die Teilchen, aus denen ein System besteht, ein System aus mehreren Teilchen, dass die Dynamik, die auf der Ebene der Teilchen stattfindet, quasi keine großen Auswirkungen auf die gesamte Dimension des Systems, auf der gesamten Dimension des Systems hat. Das heißt, wenn ich beispielsweise ein Glas Wasser oder so beschreiben will, hydrodynamisch, dann gucke ich mir nicht jedes Teilchen einzeln an, sondern interessiere mich nur für globale Strömungen. Und im Fall des Wasser, das Glas mit Wasser ist zum Beispiel das Molekül und die Größenordnung, auf der das einzelne Molekül seine Bewegung macht, ziemlich klein gegenüber den Effekten, die ich eigentlich beschreiben will. Und einen ähnlichen Größenvergleich kann man eigentlich auch bei der kosmischen Materie machen, wenn man sich nämlich anguckt, das sichtbare Universum hat einen Durchmesser von ungefähr 10 hoch 25 Metern, während ein typischer Stern einen Durchmesser von 10 hoch 9 Metern hat.
Das heißt, der Stern ist gegenüber dem Universum sehr viel kleiner sogar noch als das Wassermolekül gegenüber dem gesamten Glas mit Wasser. Und deshalb bietet sich das hier an, die Vereinfachung der Hydrodynamik noch zu verwenden. Die weitaus wichtigere Symmetrieannahme ist allerdings, dass wenn man sich große Gebiete des Universums anguckt, dass man dann darauf stößt, dass anders als unser Eindruck von der lokalen Nachbarschaft, wo wir sehr viele unterschiedliche Strukturen vorfinden, dass auf diesen hohen Größenordnungen die Materie einigermaßen homogen verteilt ist. Das heißt, wenn man auf einer bestimmten Skala das Universum betrachtet, dann sieht man einfach nur noch ein gleichmäßiges Medium. Und mit dem Vorbehalt, dass es auf großen Skalen alles gemittelt wird, kann man sein Modell so anpassen, dass es ein homogenes und auch ein isotropes, das heißt in allen Richtungen homogenes Universum beschreibt. Was man damit natürlich nicht machen kann, ist die lokalen Strukturen, also Galaxien, Galaxienhaufen und so weiter beschreiben. Aber wir interessieren uns ja nicht dafür, was einzelne Galaxienhaufen machen oder so. Also das wären die Wassermoleküle in unserem Glas, das einzelne Verhalten davon, um das wieder mit der Metapher zu vergleichen, sondern wir interessieren uns ja dafür, wie die gesamte Dynamik der ganzen Materie im Mittel ist, das sichtbare Universum ist. Und in erster Linie, was uns diese Annahme jetzt bringt, ist, dass es die Gleichung nochmal sehr stark vereinfacht. Und dass wir dann schon annehmen können, dass die Metrik eine bestimmte Form annimmt. Und dann können wir das Ganze in die Feldgleichungen einsetzen und bekommen unsere Lösung sehr einfach durch analytische Rechnung raus. Und ein weiterer Nebeneffekt ist, falls ihr euch schon gewundert habt, ich habe ja gesagt, dass jeder Beobachter im Prinzip sein eigenes Zeitmaß hat, je nachdem, wie schnell er sich bewegt oder wo in der Raumzeit er sich befindet. Und da stellt sich ja dann die Frage, wie kann man dann überhaupt von einem Alter des Universums sprechen? Also in dem Fall die 13,7 Milliarden Jahre oder was das sind, bis zurück zum Urknall. Und dieses kosmische Weltenalter, worauf man sich immer bezieht, das ist das Alter, also auch gemessen auf einer Uhr, die sich mit der durchschnittlichen Materie im Kosmos bewegt. Also wenn ich über alle Geschwindigkeiten der gesamten kosmischen Materie mittle, dann in diesem Bezugssystem und mir in diesem Bezugssystem eine Uhr vorstelle, dann zeigt die genau diese Zeit an. Und das kann man dann auch als eine Weltzeit bezeichnen. Und das sind jetzt im Wesentlichen die Annahmen, die auf die Lösung führen. Und wenn man sich anguckt, was diese Lösungen sind, dann stellt sich heraus, das sind Universen, die räumlich expandieren. Und das heißt, man hat hier die Beschriftung braucht ihr gar nicht zu beachten, dass diese Pfeile hier zeigen entlang dieser Weltzeit, von der wir gerade sprachen. Und dann kann ich ähnlich wie die Weltzeit auch den Raum zu jeder Zeit betrachten. Das heißt, das kann ich mir so vorstellen wie so Frames in einem Video, also Räume konstanter Zeit. Die sind ja zweidimensional gezeichnet und wenn man sich hier anguckt, hier sind so Strukturen, also hier eine Galaxie zum Beispiel eingezeichnet und das Ganze dehnt sich dann so aus. Über die Zeit hinweg. Dehnt sich das linear aus? Nee, das dehnt sich beschleunigt aus. Es könnte sich
theoretisch linear ausdehnen, aber man beobachtet, dass es sich beschleunigt ausdehnt. Und was diese, also es gibt zwei grundsätzliche, wenn man so will, vereinfacht gesagt, Kräfte, die diese Expansion treiben, also beschleunigen bzw. abbremsen. Und der treibende Faktor, das ist das, was man als dunkle Energie bezeichnet. Das ist grob gesagt Materie, die eine abstoßende Gravitationswirkung zeigt. Und die ist jetzt noch relativ unverstanden gegenüber der gewöhnlichen Materie. Und die gewöhnliche Materie zusammen mit der Strahlung sorgt dafür, dass die ganze Ausdehnung gebremst wird. Und je nachdem, welcher Term überwiegt, wird es entweder so sein, dass das Universum für alle Zeiten ewig weiter expandiert, und zwar mit einer exponentiellen Rate, oder dass es, falls eine kritische Massendichte überschritten wird, dass es sein kann, dass das Universum, dass die Ausdehnung bremst und dass es sich wieder zu quasi einem Punkt zusammenzieht. Und eine weitere Eigenschaft dieser Lösung ist, wenn man sich jetzt, wir hatten hier oben diese Scheiben oder diese Blätter, und die bezeichne ich jetzt mal als Raumblätter. Und wenn man sich hier die nicht die raumzeitliche Krümmung, sondern nur die Krümmung des Raums anschaut, dann hat jedes dieser Raumblätter zu jedem Zeitpunkt eine konstante räumliche Krümmung. Und da zeigt man normalerweise diese Bilder hier, weil man natürlich keine vierdimensionalen Räume, die gekrümmt sind, einfach zeigen kann, sondern zu zweidimensionalen Metaphern übergeht. Also das hier oben zum Beispiel, das hier wäre der Fall eines geschlossenen Universums, also das soll ein geschlossenes Universum veranschaulichen, relevant ist nur die Oberfläche dieser Kugel. Das heißt, nicht die Kugel, sondern lediglich die Oberfläche, die zweidimensionale Oberfläche, ist hier in dem Fall, also hat in dem Fall die gleiche Krümmung wie ein geschlossenes Universum. Und es ist natürlich ein bisschen schwer, sich das vorzustellen. Aber man kann schon ein paar Eigenschaften zumindest des Universums feststellen, nämlich dass es endlich ist, aber keine Grenze hat in dem Sinne. Also man kann auf der Oberfläche irgendwo hingehen und kommt dann irgendwann wieder an einem Ort an, an einem Ausgangsort. Und so ähnlich wäre das dann auch in dem geschlossenen Universum, dass man quasi in eine Richtung gehen kann und irgendwann wieder an den Punkt ankommen kann, wo man gestartet ist. Das ist der Fall, wenn die gewöhnliche Materie gegenüber der dunklen Energie dominiert, dann gibt es diese Krümmung, diese geschlossene Krümmung. In dem anderen Fall, in dem es gerade andersrum ist, in dem die dunkle Energie dominiert, verändert sich die Lösung so, dass es ganz eine hyperbolische Geometrie annimmt. Dazu kann ich jetzt leider nicht so viel sagen, außer dass generell, wenn man sich hier mal diese roten Linien hier anguckt, das sollen Dreiecke darstellen. Was man darüber aussagen kann, ist, dass hier in der hyperbolischen Geometrie die Winkelsumme der Dreiecke unter 180 Grad ist, im Gegensatz zur euklidischen Geometrie, während auf der Kugeloberfläche, genauso wie in dem geschlossenen Universum, die Winkelsumme eines Dreiecks eben größer als 180 Grad wäre. Und dann gibt es den dritten Fall, falls die Materiedichte und die dunkle Energiedichte gerade ungefähr gleich sind, dann gibt es ein flaches Universum. Und das soll in dem Fall einfach bedeuten, dass das Universum eine euklidische Geometrie hat. Das heißt, in einem Dreieck hängt die Winkelsumme 180 Grad, und das ist das, was also das Universum sieht räumlich zu jedem Zeitpunkt so aus, wie
damals Newton das schon oder Galilei das damals schon annahm, dass der Raum einfach euklidisch ist. Also der normalste Fall von allem. Und was man jetzt tatsächlich misst, was für ein Modell tatsächlich man rekonstruieren kann aus den Beobachtungsdaten, ist, dass das Universum anscheinend ziemlich flach aussieht. Also dass eher der unterste dritte Fall unser Universum beschreibt. Man kann das aber natürlich nur in einem gewissen Fehlerrahmen angehen, in einem gewissen Fehlergrenzen. Und um jetzt nicht weiter abzuschweifen, wir wollen ja schließlich zum Urknall kommen, brauchen wir noch eine weitere Annahme, nämlich sogenannte Dichte-Evolutionsgleichung. Das heißt, wir müssen nicht wissen, wie sich die Materie- und Energiedichte, wenn man sie zu einem Zeitpunkt kennt, wie sich die entwickelt mit fortschreitender oder mit rücklaufender Zeit. Und dann mit dieser Information kann man die Lösung genauer bestimmen und findet heraus, dass in der fernen Vergangenheit das Universum heißer gewesen sein muss. Das heißt auch, dass das Universum, also dass die Expansion, die raumzeitliche die räumliche Expansion mit der Zeit immer mehr von der Strahlung dominiert war. Und wenn man ganz weit zurückgeht, dann führt dieses Modell auf ein Verhalten, das so aussieht. Also was hier dargestellt ist, ist auf der Achse hier die Zeit und auf der Achse quasi, wie man so will, die Größe des Universums. Und was die Größe des Universums, um das ganz grob zu, um ganz grob diesen Begriff zu verwenden, besagt, ist der Faktor, mit dem man, also der über die Zeit veränderliche Faktor, mit dem die Raumblätter quasi multipliziert werden müssen, um den jeweiligen Abstand mit der Zeit zu erhalten. Und man sieht hier ziemlich deutlich, das hat hier irgendwo, da hat man den Zeitnullpunkt logischerweise dann dorthin gesetzt an die Stelle, irgendwo hat das seinen Anfang gehabt, irgendwo war, hat die, die Größe des Universums den Wert 0 angenommen und das ist der Urknall selbst, dieser Punkt. Gut, und das hier ist auch noch so ein Bild, was häufiger gezeigt wird, um das Modell ein bisschen zusammenzufassen. Hier wäre in dem Fall der Urknall und der Raum ist, also die Zeitachse ist in diese Richtung hier. Und diese runden Scheiben hier jeweils zu konstanten Zeitpunkten, das soll wieder den Raum darstellen. Und hier werden dann die einzelnen Events quasi eingezeichnet, die seit dem Urknall stattgefunden haben. Und man sieht, was wir jetzt gerade nicht genauer, worauf wir nicht genauer eingegangen sind, dass am Anfang erstmal so eine sehr rapide Expansion stattfand und das Ganze sich dann ein bisschen verlangsamt hat und so allmählich expandiert. Hier sind dann auch einzelne Ereignisse eingezeichnet, zum Beispiel man hat das Ganze ja alles weiterverfolgt, die ganzen also was die Materie im Universum quasi seit dem Urknall getan hat. Und beispielsweise kann man dann abschätzen, wann die ersten Sterne entstanden sind und so weiter. Die Entstehung von Galaxien und Planeten bis zum heutigen Zeitpunkt.
Der zweite Punkt der chaotischen Viertelstunde, hatte ich angekündigt, soll sich ein bisschen noch damit beschäftigen, wie sicher eigentlich unser Wissen über den Urknall ist. Und an der Stelle ist es eigentlich überfällig, dass ich nochmal einen Kommentar zu dieser Frage, also beziehungsweise zu diesem Titel am Anfang abgebe, der gelautet hat, was hatte ich da gewählt, woher wissen wir, dass es einen Urknall gab, genau. Und man muss ja sagen, dass man streng genommen nicht davon sprechen kann, dass wir wissen, dass es einen Urknall gibt, sondern das Einzige, was man sinnvoll aussagen kann, ist natürlich, dass ein bestimmtes Modell, was man aufstellt, und zwar das Urknallmodell, dass das einigermaßen adäquat ist. Das heißt, dass dieses Modell, also man kann lediglich sagen, trifft dieses Modell auf die Beobachtungen zu, das heißt, treffen die Vorhersagen ein, oder gibt es irgendwo einen Fall, wo eine Vorhersage nicht mit der Beobachtung übereinstimmt, und dann muss man das Modell verwerfen. Und deshalb ist das Einzige, was die Qualität eines Modells bemisst, sozusagen, ist das Eintreffen der Vorhersagen, die das Modell trifft. Und das Urknallmodell ist insofern ein wissenschaftliches Modell, das es überprüfbare Vorhersagen macht, und zwar ziemlich viele Vorhersagen sogar, weil man kann ja schlecht, also es ist nicht so wie in der Archäologie oder so, wo es irgendwie Fossilien gibt oder irgendwelche Spuren in dem Sinne, sondern die Spuren, die die Physiker benutzen müssen, ist zum Beispiel hier ein Beispiel dafür, der sogenannte kosmische Mikrowellenhintergrund. Nämlich das Urknallmodell sagt vorher, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt, die geladenen Teilchen, also die Materie war zu einem bestimmten Zeitpunkt erstmal ionisiert, das heißt, es gab noch nicht die elektrisch neutralen Atome, die wir heute haben, sondern die einzelnen geladenen Teilchen haben irgendwie so frei umhergeschwirrt, und irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt ist das Universum so stark abgekühlt gewesen, dass die Teilchen nicht mehr genügend Energie hatten und letztendlich sich aneinander binden mussten und dann die neutralen Atome, die ersten, sich gebildet haben. Und was das für einen Effekt hatte, ist, dass die Photonen, die auch irgendwie zufällig frei umhergeschnitzt sind, dass die ähnlich wie wenn sich quasi Nebel lichtet, auf einmal ungestört oder größtenteils ungestört sich bewegen konnten in eine bestimmte Richtung, ohne zahlreich abgelenkt zu werden. Und das hat das Universum quasi transparent gemacht. Und vereinfacht gesagt haben sich die Photonen, die damals als diese neutralen Verbände entstanden, ausgesendet wurden, haben seither nicht mit irgendwelcher anderen Materie gewechselt wird, in dem Sinne, also dass sie abgelenkt wurden oder so. Und deshalb sollten sie in der Form, wie sie damals ausgesendet wurden, heute noch sichtbar sein. Und tatsächlich stellt man das auch fest. Der Grund, warum das Ganze im Mikrowellenbereich liegt, hat damit zu tun, dass das Strahlenmaximum, also die Temperatur, bei der am meisten Strahlung gemessen wird, am Anfang mal sehr hoch war,
aber sich, da das Universum ja abgekühlt ist, sich in den Bereich, in einen bestimmten Bereich verschoben hat heute und dieser Bereich fällt gerade mit den Mikrowellenfrequenzen zusammen. Die Geschichte, wie dieser Mikrowellenhintergrund entdeckt wurde, ist übrigens auch ganz witzig. Das waren zwei Typen bei den Bell Labs in den USA, die gerade irgendwie mit einer Antenne rumgespielt haben, die auf Mikrowellenstrahlung empfindlich war und die das Ganze auf den Himmel gerichtet haben, an einer Stelle, wo keine bekannten Strahlungsquellen waren. Und wir haben dann so die ganze Zeit so ein Rauschen gesehen und haben das irgendwie für ein Problem mit ihrer Antenne gehalten und haben dann lange Zeit gesucht und haben nichts gefunden, bis sie dann drauf gekommen sind, dass sie gerade einen Effekt entdeckt haben, der von drei russischen Wissenschaftlern, nee, einer davon war russisch, glaube ich, entdeckt wurde, vorhergesagt wurde, kurz zuvor, und haben dann für diese zufällige Entdeckung den Nobelpreis erhalten. Was auch ziemlich cool ist. Die nächste Vorhersage ist natürlich die Expansion, die räumliche an sich, die macht auch noch gewisse, die hinterlässt auch noch gewisse Spuren. Und zwar ist es so, dass sie dafür sorgt, dass die Galaxien, die man am Himmel beobachtet, sich alle von uns und voneinander selber auch wegbewegen. Man kann sich das so vorstellen, dass bei der räumlichen Expansion zwischen den Galaxien quasi das Volumen sich ausdehnt, beziehungsweise größeres Volumen entsteht und dass deshalb die Galaxien sich alle von uns wegbewegen müssen. Und dann kann man so eine Messung wie diese hier anstellen. In dem Fall wurde es anhand von einem Sample von Supernovae gemessen. Und was man da gemessen hat, ist einerseits für einen ganzen Haufen von Galaxien, das sind diese ganzen Punkte hier, Geschwindigkeit, und die Geschwindigkeit ist in der Astronomie gegeben durch die, also die kann man folgern aus der sogenannten Rotverschiebung, das läuft über den Doppler-Effekt. Und zwar Galaxien, die sich von uns wegbewegen, erscheinen rötlicher, während Galaxien, also erscheinen in ihrem Spektrum, das sie aussenden, rötlicher, während Galaxien, die sich auf uns zubewegen, eher bläulicher erscheinen. Also man stellt fest, dass die Spektrallinien, das heißt die Linien, die Spuren, die chemische Elemente in der Atmosphäre der Sterne dieser Galaxien in dem Spektrum, das die Sterne aussenden oder ausstrahlen, hinterlassen, dass die sich in einen rötlicheren oder in einen bläulicheren Bereich verschieben. Und daraus kann man dann die Geschwindigkeit folgern, mit der sich die Galaxien von uns wegbewegen. Und gleichzeitig kann man die Entfernung messen. Und dann erhält man einen Verlauf, der ziemlich linear ist, mit einiger Streuung hier um so eine lineare Gerade. Und das bestätigt hier innerhalb der Fehlertoleranz das Urknallmodell oder das Modell dieser Expansion. Und auch dafür gab es vor kurzem erst einen Nobelpreis, also einmal einen Nobelpreis, glaube ich, dafür, dass diese Expansion vorhergesagt wurde und jetzt vor kurzem, dass man entdeckt hat, dass diese Expansion tatsächlich beschleunigt verläuft. Das heißt, dass sich die Galaxien immer schneller von uns wegbewegen mit der Zeit. Neben diesen Vorhersagen gibt es auch noch
eine Reihe anderer, die aber, finde ich, nicht so bedeutend sind, wie zum Beispiel, dass die Urknalltheorie die korrekte Elementhäufigkeit im heutigen Universum vorhersagt. Und sie sagt auch noch vorher, dass ein sehr großer Bestandteil der Materie sogenannte dunkle Materie ist. Das ist nochmal was anderes als die dunkle Energie, von der wir vorhin gesprochen haben. Und zwar dunkle Materie wirkt lediglich, also interagiert mit anderer Materie lediglich durch Gravitation. Das heißt, dunkle Materie sendet kein Licht aus oder wirkt irgendwie elektromagnetisch, sondern wirklich, es ist im wahrsten Sinne des Wortes dunkel. Wir haben ja heute ziemlich viele Messungen, die ebenfalls dafür sprechen, dass die Galaxienmasse, die sichtbare Galaxienmasse, nicht ausreicht, um die Galaxie quasi in der Art und Weise zu stabilisieren, wie man das beobachtet. Und dass man dafür eben noch ein bisschen mehr Materie braucht, nämlich die dunkle Materie. Gut, aber so also detaillierter möchte ich nicht weiter darauf eingehen, sondern in Anbetracht der Zeit will ich noch auf die Grenzen des Urknallmodells und auf ungelöste Fragen zurückkommen. Es ist so, dass man davon spricht, dass ein Urknall eine Singularität, genau gesagt eine Krümmungssingularität vorherrscht. Das heißt, da die Materie und die Energie alle auf einen einzigen Punkt konzentriert sind, nimmt die Dichte quasi einen unendlichen Wert an, und da die Krümmung der Raumzeit ebenfalls durch die Dichte beschrieben, also durch die Dichte vorher gerufen wird, ist ebenso die Krümmung der Raumzeit an dem Punkt unendlich. Und das deutet darauf hin, dass die allgemeine Relativitätstheorie am Urknall dass sie am Urknall ein Problem hat, die Physik zu beschreiben, da mathematisch das mit den Unendlichkeiten ein bisschen fragwürdig ist. In dem Fall Abhilfe schaffen soll, oder was man, wovon man erwartet, dass Abhilfe geschaffen wird, weil die allgemeine Relativitätstheorie sich damit quasi am Urknall selbst aufhebt, es wäre eine Theorie der Quantengravitation. Es ist nämlich so, dass die allgemeine Relativitätstheorie zwar die Gravitation in dem Sinne adäquat beschreibt, dass sie bisher alle Tests bestanden hat. Und es gab sehr, sehr viele Tests und sehr, sehr genaue Tests. Aber wenn man auf die Ebene der Quantenphysik geht, dann gibt es da das Problem, dass die allgemeine Relativitätstheorie dort nicht ganz zutreffen kann, weil wir aus der Quantenmechanik, aus der Quantenphysik wissen, dass ein Feld wie das Gravitationsfeld quantisiert sein muss. Und das ist so quasi derzeit der wilde Westen der Physik, dieses Gebiet, weil bisher gibt es da noch keine allgemein anerkannte Theorie dafür, für eine Quantenbeschreibung der Gravitation. Und das ist auch der Punkt, da am Urknall die Quantenphysik eine sehr große Rolle spielen müsste, wo man sich fragen kann, ob man am Urknall überhaupt, wie heißt das Sprichwort, ob der Urknall der Weisheit letzter Schluss ist.
oder ob es möglich sein könnte, dass man eine Theorie in Zukunft entwickelt, die alle Beobachtungen zutreffend beschreibt und keine Urknall enthält. Und es ist tatsächlich möglich, dass Quantentheorien entwickelt werden, die beispielsweise beinhalten können, dass, dass das Universum ewig sich ausdehnt und sich wieder zusammendehnt, aber dann die kurz vor, bevor es sich zu einer Singularität zusammendehnt, quasi nochmal stoppt und wieder weiter sich ausdehnt. Das ist sich quasi unendlich so zyklisch hin und her bewegt, ohne dass jemals ein Urknall stattgefunden hat. Letztendlich ist es alles aber Spekulation und das Urknallmodell ist in dem Fall das bisher heute noch beste Modell, das man eigentlich hat. Und das ist eigentlich auch ein guter Punkt, um zum Schluss zu kommen. Gibt es denn irgendwelche Fragen? Woher weiß man, dass sich das Universum mal schneller, mal langsamer ausgedehnt hat? Wie meinst du mal schneller, mal langsamer? Du hattest vorhin diese schöne Röhre, die am Anfang mit dem Urknall und dann immer größer wird. Da hat man ja gesehen, sie ist mal schneller größer geworden und mal langsamer größer geworden. Woher weiß man das? Dass es mal schneller und größer geworden ist? Das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Aber es hat damit zu tun, dass es bestimmte Beobachtungen gibt hinsichtlich der Flachheit des Universums, die es heute hat, und auch der Gleichmäßigkeit im kosmischen Mikrowellenhintergrund, die darauf schließen lassen oder die es unmöglich machen, das Ganze ohne eine Einbeziehung dieser raschen Phase am Anfang zu erklären. Ja? Du hast dieses schöne Hubble-Diagramm da gehabt mit der Rotverschiebung und ja genau und der Entfernung. Du hast erklärt, wie die Rotverschiebung gemessen wurde, aber ich wüsste gerne, wie die Entfernung. Ja. Genau, da kommen auch, falls ihr euch gewundert habt vorhin, warum ich gesagt habe, das wurde an Supernovae gemessen. Das kommt jetzt ins Spiel. Ich habe mich dagegen entschieden, das genauer zu erklären, aber jetzt, wo die Frage kommt, erkläre ich es. Und zwar ist es so, wenn man sich erstmal eine Lichtquelle vorstellt im Universum und sich vorstellt, dass man sich von der Lichtquelle entfernt, dann ist es ja so, dass man dass die scheinbare Helligkeit, die die Lichtquelle hat, mit größerer Entfernung kleiner wird. Das heißt, Objekte, die weiter hinten liegen, erscheinen mir lichtschwächer. Wenn man aber weiß, wie die absolute Helligkeit eines Objekts ist, und das weiß man im Fall von Supernovae, weil die immer, also nach den gängigen Erkenntnissen immer die gleiche absolute Helligkeit haben, zumindest in einem bestimmten Stadium, das man hier verwendet, kann man die absolute und die scheinbare Helligkeit vergleichen und auch auf die Entfernung schließen. Gut, wenn sonst keine weiteren Fragen sind, dann lasst es.